Debatte. Zum Wort gemeldet ist Frau Bezirksvorsteherin Magister Kobold. Ich erteile sie. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, als Bezirksvorsteherin von Hietzing nütze ich heute erstmals das Recht, im Gemeinderat das Wort zu ergreifen. Ich nehme diese Gelegenheit wahr, sehr geehrte Damen und Herren, weil es um eine sehr, sehr ernste Angelegenheit geht. Eine Angelegenheit, die den Umgang mit den Grünflächen in dieser Stadt betrifft, und symptomatisch dafür ist, dass Ihnen schon jetzt Ihr zu beschließendes Grünraumkonzept herzlich egal ist. In aller Härte haben wir vor kurzem in Hietzing spüren müssen, was es heißt, wenn die Stadt Wien in ihrer geballten Macht über die Menschen und den Bezirk einfach drüber fährt. Völlig überraschend und ohne jegliche Einbeziehung des Bezirks hat Stadtrat Ludwig am 19. November 2014 die geplante Verbauung des Landschaftsschutzgebietes Hörndlwald mit einer Sonderkrankenanstalt von Promente für medizinisch-psychiatrische Rehabilitation bekannt gegeben. Still und heimlich wurde hier offenbar monatelang hinter verschlossenen Türen zwischen dem Wohnbauressort und Promente ein Großprojekt ausgedealt. Diese Vorgangsweise empört mich aufs Äußerste, denn es ist eine Frage des politischen Stils, wie man mit den Bezirken umgeht. Und ich frage mich, welche Rolle die Grünen hier gespielt haben, die doch sonst immer für völlige Transparenz und Offenlegung eintreten. Im Übrigen hoffe ich, dass Ihnen, sehr geehrte Abgeordnete, für Ihre heutige Entscheidungsfindung zum Grünraum Hörndlwald bessere Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden, als Sie die Bezirksvorsteher dieser Stadt erhalten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich stelle Ihnen und besonders den Grünen die Frage, wie können Sie es mit Ihrem Gewissen und dem vorliegenden Grünraumkonzept vereinbaren, das mit diesem Großprojekt eines sogenannten Burnout-Reha-Zentrums das wertvolle Naherholungsgebiet Hörndlwald unweigerlich zerstört wird? Wie können Sie es, und hier wieder besonders die Grünen, zulassen, dass mehr als 8000 Unterschriften in der Bevölkerung für den Erhalt des Hörndlwalds einfach vom Tisch gewischt werden? Und wie können Sie es akzeptieren, dass diese Verbauung von mehr als 3000 Quadratmeter Grünfläche, die Errichtung von großen unterirdischen Behandlungsräumen, die Schaffung der kompletten Infrastruktur im entlegenen Wald- und Wiesengebiet, die Bautätigkeit an sich und der Betrieb einer mindestens 80-Betten-Klinik unweigerlich geschützte Tier- und Pflanzenarten gefährden und die anrainende Bevölkerung beeinträchtigen werden? Unter einem Grünraumkonzept stelle ich mir etwas anderes vor. Müssen wir auch damit rechnen, dass nach getätigten Investitionen im nicht erschlossenen Gebiet der Ruf nach einer effizienteren Ausnutzung laut wird und der Grünraum für die Bevölkerung weiter verkleinert wird? Wohl ja, denn ein entsprechender Passus im Baurechtsvertrag deutet dies bereits an. Und erzählen Sie mir bitte nicht, dass der Naturfußballplatz mit dem Ruhebedürfnis von Patienten im Einklang stehen wird. Erzählen Sie mir auch nicht, dass das Gelände in vollem Umfang frei zugänglich bleibt, wenn für die unterirdischen Bauten Belichtungsschächte geschaffen werden, in die dann die Fußgänger hineinstolpern sollen. Vernichtung von vorhandenem Grünraum für die Bevölkerung, sage ich nur. Ein glatter Widerspruch zu Ihrem Konzept. Ein Rehab-Projekt von Promente ist bestimmt eine sinnvolle Einrichtung. Der als Naturdenkmal ausgewiesene Hörndlwald ist allerdings definitiv der falsche Ort dafür. Ich frage mich, warum wollen Sie allen Ernstes in den Hörndlwald eingreifen und kommen nicht auf die naheliegende Idee, die leerstehenden und übrigens um teures Steuergeld noch vor wenigen Jahren aufwendig sanierten Pavillons im wenige hundert Meter entfernten Geriatriezentrum am Wienerwald zu nützen.
Warum will Promente nicht von den dort vorhandenen medizinischen und infrastrukturellen Synergien profitieren? Warum wird offenbar auch nicht darüber nachgedacht, wie man die vorhandenen Gebäude am Areal des neurologischen Krankenhauses, übrigens ebenfalls in Hitzinger Grünruhelage, sinnvoll verwenden könnte? Eine noch bessere Verwendung als die Promente Rehab dort dem Rothschildschen Stiftungszweck entsprechend zu errichten, wird sich kaum finden lassen. Oder ist auch hier schon der nächste Schritt für ein weiteres Verscherbeln der Grünräume in Wien in Planung? Es muss angesichts dieser vorhandenen Optionen, und hier habe ich die freien Pavillons auf den Steinhofgründen noch nicht einmal erwähnt, die Frage gestellt werden, wie hier im Wiener Gesundheitswesen mit Steuergeldern umgegangen wird und mit den Grünräumen in dieser Stadt, wenn man bestehende Einrichtungen willkürlich einfach ungenützt lässt. Ich richte es jetzt an Sie, sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, eindringlich den Appell, bei einem späteren Tagesordnungspunkt dem Baurechtsvertrag nicht zuzustimmen, sondern dafür zu sorgen, dass ein an sich begrüßenswertes Projekt an einem der im Würdigen genannten Alternativstandorte verwirklicht wird. Belassen Sie den Hörnlwald als Naturgebiet für die erholungssuchenden Menschen gemäß Ihrem Grünraumkonzept, damit Burnouts erst gar nicht entstehen. Danke. Zum Wort gemeldet ist Herr Gemeinderat Magister Marisch. Ich erteile Sie. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Berichterstatterin, meine Damen und Herren, das Grün- und Freiraumkonzept, ein weiterer Meilenstein im Gefolge des Stadtentwicklungsplans und sehr, sehr notwendig für die Stadt. Und zwar warum für die Stadt notwendig? Weil die Herausforderungen, die sieht man tagtäglich. Und zwar heute in der Früh 14 Grad in Wien. Der Klimawandel ist also spürbar, auch wenn es ein Föhn war. Die Winter sind nicht mehr die, die es waren. Und die Sommer sind heißer geworden, vielleicht mit einer Ausnahme des heurigen Sommers. Aber grundsätzlich ist es so, dass es dieser Klimawandel, diese Klimaerwärmung in den Städten eine Herausforderung sind für uns alle, weil natürlich auch das gesundheitliche Auswirkungen hat für alt und jung, für Frau und Mann in dem Fall, weil in dem Fall natürlich auch die Hitze vor allem kranken und schwächeren Menschen einfach massiv zusetzt und deswegen braucht es auch einen anderen Umgang mit Grünraum, mit Freiraum in Städten wie Wien. Es ist ja bekannt, die Hitzeinseln, das kennt man mittlerweile. Es kann ja sein, dass zum Beispiel zwischen dem Umland und der Stadt bis zu 10 Grad Differenz sind und da braucht es in Wirklichkeit in der Stadt Veränderungen. Und auf diese Veränderungen geht das Grün- und Freiraumkonzept einmal ein. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, das Grün- und Freiraumkonzept bietet Vernetzung. Es gibt nicht nur isolierte Parks oder da oder dort ein paar Bäume, sondern es gibt eine Vernetzung und es gibt grundsätzlich eine Sicherung. Menschen haben das Gefühl, in 200 Meter Entfernung von dort, wo ich wohne, gibt es Grün und Freiraum. Gibt es Bäume, gibt es Möglichkeiten, sich aufzuhalten. Das ist das Konzept, das ist notwendig auch, wenn wir Flächenwidmungen durchführen, wenn in Wirklichkeit die Stadt Wohnraum für die zunehmende Bevölkerung zur Verfügung steht. 25.000 bis 30.000 Menschen jedes Jahr, Wien wächst, das wissen wir mittlerweile. Es braucht nicht nur die Sicherung vom öffentlichen Verkehr oder von Schulen, Kanälen und Wasserleitungen, sondern es braucht in Wirklichkeit auch die Ausstattung mit Grünraum, Freiraum, Spielplätzen und damit setzt sich das Papier auseinander. Es legt klar fest, was zum Beispiel ein Grünraumplan für eine Flächenwidmung ist. Wie schaut der lokale Grünraumplan aus? Was ist notwendig, wenn Häuser, wenn man so will, in freies Feld gebaut werden oder in ein Brownfield, wie es zum Beispiel am Nordbahnhof ist. Es gibt viele, viele Punkte in diesem Grünraumprogramm. Ich möchte ein paar herausheben. Es geht um große Parks in Wien. Es gibt drei große Parks, die genannt werden im Konzept. Das ist
der Norbert-Schedwald, sprich Wienerwald dort Ost, das Vorland Lobau und der Rendezvousberg. Aber ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel mitten in der Stadt, im Nordbahnhof gibt es ja bereits den Bethner Park, aber es wird ein zweiter großer Park kommen, mehrere Hektar groß, und zwar die sogenannte Grüne Mitte, die einen Teil der Ruderalflächen, die jetzt schon existieren, einschließt und viel Grünraum der Bevölkerung zur Verfügung stellen wird. Das gleiche auch beim Helmut-Zilt-Park, dort wo die Stadt Wien Stadtentwicklung macht, dort gibt es begehbaren Grünraum. Das heißt, die Faustregel ist, für jede neue Wohnung gibt es auch begehbaren Grünraum, und zwar in einem Ausmaß, der die Stadt charakterisieren wird. Dieses Freiraumnetz ist in Wirklichkeit, macht uns auch bewusst oder der Bevölkerung klar, dass es ist nicht so wie, da habe ich in 2 Kilometer Entfernung einen Park, da kann ich mich vielleicht hinsetzen, sondern da geht es darum, dass wir auch nah oder nahst Erholung damit sicherstellen. Dieses Grün- und Freiraumangebot wird gerecht sein. Es gibt klare Kennziffern, zum Beispiel wie groß eine Grünfläche sein muss, für wie viele Einwohner, wie groß in Wirklichkeit die Grünfläche sein muss für ein Wohngebiet, für einen Stadtteil, für eine Region. Dieses Grün- und Freiraumkonzept sichert auch natürlich auch die Flächen, die unter Schutz stehen, wie Naturschutzgebiete, wie Natura 2000-Gebiete. Da haben wir in Wien ja einiges zu bieten, vom Leinzer Tiergarten bis zu Lobau. Und vom Biesenberg bis zum Natura 2000-Gebiet in Lessing. Also noch einmal, es wird Kennwerte geben für Mehrqualität, die sind hier festgeschrieben. Es gibt das Freiraumnetz, es gibt den lokalen Grünplan. Und was ganz, ganz wichtig ist, es beschäftigt sich auch mit den Typen der Freiräume, die es da gibt. Da wird festgelegt, was es ist, wie die Vernetzung sein soll und wie die Ausstattung sein kann. Das ist einmal das eine. Und das zweite ist es, es wird ein attraktives Wegenetz geschaffen, damit sozusagen die Brücke zum Fußgängerkonzept. Und was auch wichtig ist, wir beschäftigen uns damit mit dem Zugang zu den Gewässern, mit einem Regenwassernutzungskonzept, mit Versickerungsflächen, die notwendig sind, um auch bei Starkregenereignissen gerüstet zu sein. Insgesamt ein sehr gutes Konzept. Ich freue mich, dass wir es haben. Dankeschön. Zum Wort gemeldet ist Herr Gemeinderat Maderlich. Ich erteile es ihm. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Frau Berichterstatterin, werte Damen und Herren, das Konzept ist natürlich alles andere als gut. Darum werden wir es auch ablehnen. Wäre nicht der Mühe wert gewesen, zumindest nicht vollzählig, also vollständig, weil viel geschrieben steht, aber wenig drin enthalten ist. Und der Rüdiger Marisch hat ja einige Beispiele wieder aufgezählt, zum Beispiel das wichtige, jetzt auf einmal so wichtige Lobau-Vorland, wo heute Rot und Grün beschließen werden, dass ein Teil des Lobau-Vorlandes, nämlich mit dem Monstprojekt Titelgasse, zubetoniert, versiegelt wird. Und der Kollege Mansch wird ja heute dazu noch Stellung nehmen, aber nur vorab, es gibt keinen Kompromiss mit den Bürgern, die sind nach wie vor höchst unzufrieden. Dort wird es vielleicht mit der SPÖ einen Kompromiss gefunden und mit dem künftigen Bauträger. Es gibt zwar einen Wettbewerb vielleicht noch offiziell, aber wahrscheinlich schon feststeht, aber die Bürger wurden wieder einmal überfahren. Also der Grünlandschutz, der Freiraumschutz dürfte grün und rot nur dann ein Anliegen sein, wenn nicht gerade ein Bauträger zur Hand ist, der sich eine goldene Nase irgendwo verdienen möchte. Auch der Norbert Schedwald, so sehr ich den leider viel zu früh verstorbenen Bezirksvorsteher auch geschätzt habe, ist nicht viel mehr als eine Umbenamsung des seit vielen Jahren praktizierten Jung-Wienerwalds-Konzeptes, wo halt die Stadt Wien in Esslingen, Ausspann, im 23. anderen peripheren Bereichen der Stadt Wien Bäume, Sträucher mit Hilfe der Bevölkerung gepflanzt hat. Und das wird jetzt weitergeführt, damit bis zur Wahl die Uli Simmer sich noch ein paar Mal mit dem Nebrewe Ernstl fotografieren lassen kann, wie er mit an Spaden im Anzug mit roter Krawatte und weißem Hemd irgendwo rumsteht und wieder einmal einen Baum
gepflanzt, wenn er seine Uniform anhat, die auf jedem Foto trägt. Also viel Neues ist da nicht, und auch die hier Städtener Hauptallee, die ganz groß verkauft worden ist als große Errungenschaft, wo halt links und rechts von einer Gassen Bäume gepflanzt werden, was die Stadt Wien auch schon früher praktiziert hat, ist uns alles recht natürlich, solange nicht Dutzende Parkplätze verloren gehen. Dort gibt es im Moment sehr viel Grünraum noch, also es besteht jetzt nicht unmittelbar schon die Notwendigkeit, dort viele Bäume zu pflanzen. Da gibt es beim Hirstädtener Badeteich sehr viele Bäume, es gibt sehr viel Grün in diesen Bereichen. Also unbedingt muss man keine neue Hauptallee pflanzen, anbauen. Aber bitteschön, das sind halt eher Marketing-Gags, aber wo es euch kümmern solltet, dort macht es nicht. Zum Beispiel bei der illegalen Deponie im 14. Bezirk, wo ich ja, oder wo wir an alle zuständigen Magistratsabteilungen bzw. die Umweltanwaltschaft und das Büro Simmer Sachverhaltsdarstellungen geschickt haben. Die Bezirksvorsteherin 14 hat höflicherweise geantwortet mit einem Schimmelbrief, wir werden uns darum kümmern. Mehr habe ich dann nicht erfahren, aber ich habe mich schon gefreut, dass ich was zurückbekommen habe. Büro Simmer, glaube ich, ist noch bei der Bearbeitung. Und die Umweltanwaltschaft hat doch, glaube ich, schon vor 2-3 Wochen geschrieben, das ist jetzt keine Kritik, das hat gar nicht so lang gedauert, dass alles in bester Ordnung ist, weil auch im Jahr 2013 wurden Proben gezogen und die sind völlig unbedenklich. Ich habe unhöflicherweise, weil berufstätig, noch nicht zurückgeschrieben, aber vielleicht können Sie mir der Rüdiger Marisch oder der Rech Valentin fragen oder kundig machen, wer die Proben gezogen hat, ob das ein unabhängiges Institut war oder doch der Magistrat, und wo diese Proben einzusehen sind, ob sie denn wirklich so unbedenklich sind. Also wenn ihr mir das mitteilen könnt, Sie werden mich natürlich noch bei der Wiener Umweltanwaltschaft bedanken für die Antwort, aber dann können wir das am kurzen Dienstweg erledigen. Ein ewig junges Thema, leider ewig junges Thema, und ich hätte mir gerne einen Baum ausgeborgt von der ÖVP, aber die haben sich dann ein wenig verschlossen gezeigt. Also wenn du mir einen rausbringst und ich trage das um, dann könnte man, danke Isabella, weil nicht nur am Hörndlwald, im Erholungsgebiet des Hörndlwaldes, sind zahlreiche Bäume in Gefahr durch ein dort unnotwendiges Projekt. Auch am Motto, das sind keine Blumen, Rüdiger, möchte nicht beunruhigen, aber bei mir geht es ja. Bei uns heißt es Gestauden, aber bei euch vielleicht ist es ein. Ist eine Blume, die verblüht wie die Grüne Partei im Angesicht des Wahlkampfes. Aber ist ein Hof für ein unnötiges Wohnbauprojekt dort? Und wenn schon ein Wohnbauprojekt, aber die Anrainer, die ÖVP, glaube ich noch, weiß nicht genau, ob sie schon vorbereitet sind. Nein, jetzt möchte ich nicht unhöflich sein, jetzt hat es meinen Baum geborgt. Das Wohnprojekt ist dort überhaupt unnotwendig. Aber wenn sie schon unbedingt der G7-Wohnungen ermöglichen wolltet. Es gäbe genug leerstehende Pavillons dort, die langsam vor sich hinbröckeln, die müssten halt saniert werden, und dann müssten nicht 10 neue Wohnblöcke in die Höhe gezogen werden. Und da werden nicht 100 Bäume fallen, sondern 350. Ich war dort und habe sie gezählt, und da war es noch eiskalt. Gerhard, du lachst, der mir den Hintern opfern. Ist gar nicht so schnell erledigt gewesen. Ich habe Hilfe dabei gehabt. Aber wir können gerne mal gemeinsam rauf beim Rüdiger, wenn du wieder in dein Board einmurmelst. Weil natürlich, wenn man nur die Baukörper nimmt und zählt die Bäume, sind es wahrscheinlich 100. Das sind 100 Baumriesen und der Rest sind ein bisschen kleinere Bäume, aber es wird immer ein bisschen mehr ausgehoben als die reine Fläche des zukünftigen Wohnprojektes, und durch den Bau, durch die Staubentwicklung werden die Bäume leiden. Also insgesamt 350 Bäume werden der Kettensäge und den Bautätigkeiten im Sinne der G7, im Sinne von Rot und Grün zum Opfer fallen. Und da sagen wir natürlich, das ist nicht notwendig, weil mit diesen 220 hochpreisigen Wohnungen werden wir weder
die Mietensituation in Wien verbessern, noch den steigenden Wohnraumbedarf abdecken können. Es ist einzig und allein im Interesse eines roten Wohnbauträgers passiert, dass hier vorgegangen wird. Trotz 80.000 Unterschriften gegen dieses Gesamtkunstwerk beeinträchtigende Bauprojekt, weil das gibt es nur einmal auf der ganzen Welt, dieses Otto-Wagner-Ensemble, dieses Jugendstil-Ensemble, dieses Jugendstil-Juwel, und Rot und Grün zerstört dieses vorsätzlich durch die Situierung neuer Wohnkörper zwischen den denkmalgeschützten Pavillons. Das betreute oder betreubare Wohnen stößt bei uns natürlich auf Gegenliebe, kann dort gemacht werden, kann überall anders gemacht werden, in den bestehenden Pavillons. Da braucht man nicht neue Wohnkörper in die Höhe ziehen. Ihr werdet den Charakter dieses Gesamtkunstwerkes zerstören am Limoniberg, und dieses Gesamtkunstwerk, das eigentlich des Titels UNESCO-Welterbes würdig wäre, auf Dauer für die Kinder und Kindeskinder zerstören. Und wir haben schon sehr, sehr viele Anträge hier an dieser Stelle eingebracht. Wir nehmen noch einen letzten Anlauf im Sinne der über 80.000 Menschen, die gegen dieses Projekt unterschrieben haben, im Sinne nachfolgender Generationen, die sich des Otto-Wagner-Spitals in seiner gesamten Pracht, so einmal saniert, auch noch erfreuen sollen. Und der Antrag lautet folgendermaßen: Der Gemeinderat spricht sich gegen jede Verbauung der Bereiche zwischen den Pavillons, welche die Fällung von 350 Bäumen notwendig machen würde, und eine Wohnnutzung der Pavillons selbst aus. Das Jugendstil-Ensemble Otto Wagners soll ausschließlich im Dienste der Öffentlichkeit für Soziales, Gesundheit, Pflege oder Kultur genutzt und somit in seiner Gesamtheit für nachfolgende Generationen unversehrt bewahrt bleiben, wobei wir die sofortige Abstimmung verlangen. Und zuletzt darf ich um Zustimmung ersuchen zu diesem Antrag und um Ablehnung des Konzeptes. Darf mich recht herzlich bei Isabella für den Baum verlangen. Zum Wort gemeldet ist Herr Gemeinderat Ingenieur Magister Dvorak. Ich erteile es ihm. Ja, haben wir ein paar Bäumchen. Naja, es wird ein bisschen nass werden beim Gießen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Vorsitzender, ich darf auch auf der Galerie die Proponenten von Rettet den Hörndlwald recht herzlich begrüßen und darf Ihnen eine Frage stellen. Ich lese Ihnen einen Satz vor, und Sie sagen mir, ob er aus einem Biologie-Lehrbuch der Unterstufe, aus einer Broschüre des Stadtgartenamtes oder aus dem Fachkonzept Grün und Freiraum des Planungsressorts stammt. Ich zitiere: Pflanzen produzieren Sauerstoff, indem ihre grünen Blätter das Sonnenlicht absorbieren und für die Photosynthese nutzen. Neben dem Beitrag zur Lufthygiene tragen sie also auch zur Umwandlung von Strahlungsenergie bei. Ich glaube, ich brauche nicht lange fragen, das stammt nicht aus einem Biologie-Lehrbuch, sondern es stammt aus dem heute zu diskutierenden Konzept. Und wenn man mit solchen Dingen die Grünraumzukunft in dieser Stadt sicherstellen will, dann denke ich mir, sind wir schon sehr auf einem geringen Niveau angekommen. Vielleicht handelt es sich um einen Ausrutscher. Das könnte ja sein, dass das einmalig ist, aber es wiederholt sich einige Male.
Und die Konzeptpapiere, wir wissen das alle, stapeln sich ununterbrochen. Und mein Kollege Stiftner hat es heute auch schon gesagt, wir glauben, dass zuerst Konzepte zu machen sind und dann erst ein Generalkonzept. Das hat man hier nicht befolgt. Man hat erst einen Step gemacht und dann versucht man zu unterfüttern mit vielen, vielen Papieren. Ich glaube, es sind schon ein paar hundert Seiten rund um den Step Konzepte entwickelt. Es gibt beispielsweise bei diesem Grünraumkonzept Wortspenden auf 20 Seiten verteilt. Also, meine Damen und Herren, es geht hier primär um Selbstdarstellung und das verurteilen wir. Aus der planungspolitischen Sicht ist es nämlich erstaunlich, dass man eben das zuerst veröffentlicht und eben diese Konzepte von überall später herumsucht. Wir glauben auch, dass dann die Leitlinien für die Beamten, die das nachvollziehen müssen, noch komplizierter werden, als sie es ohnehin sind. Ich möchte auf das Grünraumkonzept, das am Ende der Broschüre eingefügt ist und die textlichen Ausführungen darauf verweisen. Und hier wird schematisch aufgezeigt, wie Personen mit der Grünraumwidmung und der Behandlung von Grünraumen umgehen, welche Abteilungen damit beschäftigt sind. Und meine Damen und Herren, ist absurd. Absurd, wie man oder auf wie vielen Ebenen eben diese Zahl funktioniert. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Aber das Konzept zeigt, dass die Widersprüchlichkeit der grünen Planungspolitik einfach vorhanden ist. Denn auf der einen Seite wird der Grüngürtel von Wien abgefeiert und auf der anderen Seite schaut es beim Grünraumschutz, wir haben es ja schon von unserer Bezirksvorsteherin aus Hietzing gehört, allemal ganz, ganz schlimm aus. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, die Baumgartner Höhe, Kollege Madalik hat es gerade erwähnt, der Neustifter Friedhof und eben auch beim Hörndlwald, wie dann die Realität ausschaut und Anspruch und Realität, das ist, meine Damen und Herren, bei Ihrem Konzept alles, was auseinanderklafft. Ich möchte ein bisschen den Hörndlwald beleuchten, nämlich es ist genau das Beispiel, wie Grünpolitik in dieser Stadt versagt. Ich weiß schon, die Stadträtin kann nur ein Konzept erstellen. Andere Stadträte sind dann für die Umsetzung verantwortlich. Aber ich denke, seit 75 Jahren ist dieser Hörndlwald frei zugänglich. Und es ist eine freie, zugängliche Grün- und Waldfläche, die steht kostenlos der Bevölkerung zur Verfügung. Und nachdem die Wiener Volkshilfe verzichtet hat auf eine weitere Nutzung ihres Flüchtlingsheims bzw. des Josef-Afritsch-Jugendheimes, hat man der Volkshilfe vor eineinhalb Jahren 450.000 Euro angeboten und die haben es auch natürlich genommen, weil sie diese Anlagen nicht mehr betreiben wollte. Dann hat die Stadt Wien das gesamte Gebiet und ich möchte Ihnen noch ein bisschen zeigen, wie dieses Gebiet dort derzeit ausschaut. Es ist eine herrliche Grünoase und Sie können sich das anschauen. Es ist einfach ein Wald und eine Wiese, die der Bevölkerung im vollen Umfang zur Verfügung steht. Es ist ein Teil des Biosphärenparks und es ist ein Naturdenkmal. Und wir
glauben, dass es wichtig ist, dass diese Flächen auch weiter der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung stehen soll. Und wir setzen uns dafür ein, dass das auch so bleibt, meine Damen und Herren. In einem späteren Aktenstück, auch das ist kurz angesprochen worden, wird der Abschluss eines Baurechtsvertrages mit Promente über die Errichtung einer psychiatrischen Rehabilitationsklinik auf diesem Grundstück beschlossen werden. Natürlich von der Mehrheit in diesem Haus. Aber es gibt in unmittelbarer Nähe des Hörnlwalds, zum Beispiel beim Pavillon 13 des derzeit fast schon geschlossenen Geriatriezentrums am Wienerwald, einen toll sanierten Pavillon, der unmittelbar an diesen Hörnlwald anschließt. Dort sind herrliche Grünflächen und es stört kein Mensch dort. Und das sind genau diese Flächen, die Sie auch für diese Rehabilitationsklinik nutzen können. Auch ist der Pavillon 6 erst vor wenigen Jahren generalsaniert worden und um viel Steuergeld saniert worden. Ebenso kann man hier für diese Rehab-Einrichtungen dieses Objekt nutzen. Und dann komme ich zu der Problematik überhaupt dieser Reha. Man hat uns erzählt und in Aussendungen konnten wir lesen, dass es sich um ein Projekt mit 80 Betten handelt. Diese 80 Betten, meine Damen und Herren, sind wirtschaftlich nicht tragbar. Denn allein rund 400.000 Euro können erwirtschaftet werden bei 80 Betten. Und 380.000 kosten allein die Personalkosten für dieses Projekt. Also steht uns bevor die Möglichkeit, dass es vergrößert wird. Und wir haben gefunden eine Bewilligung von der MA 40 mit der Nummer GR 344.661 aus 2013, Sonnenpark Wienzentrale, letzter Eintrag vom 24.10.2014, wo 100 Betten bewilligt werden. Also was stimmt jetzt? Sind es die 80 Betten oder sind es die 100 Betten? Also dieses Misstrauen der Bevölkerung, das muss man einfach akzeptieren und man muss sehen, dass dieser Platz nicht geeignet ist für diese Rehab-Institution. Und zum Abschluss dazu noch. Chefarzt des PSDs, der Dr. Georg Zotter, wurde gefragt, ob er, wenn er mehr Platz hätte dort auf dieser Fläche, auch die Behandlungsräume unterirdisch machen würde. Und er hat gesagt, nie und nimmer. Aber der Platz dort ermöglicht mir nichts anderes. Also, ich komme wieder zurück zu der Forderung, dass das nicht der geeignete Standort ist. Und wir werden beim späteren Aktenstück auch dieses Aktenstück aus diesem Grund ablehnen. Meine Damen und Herren, Sie werden dort das Biotop, das vorhanden ist, zerstören. Und Sie werden wahrscheinlich auch den letzten zusammenhängenden Eichenwald, es gibt nämlich nur im Hörnlwald ein Stück Wiener Eichenwald, ebenso gefährden. Auch das ist ein Grund, warum wir dieses Projekt ablehnen. Aber ich möchte nicht allzu viel mehr zum Thema Grünraumkonzept sprechen. Ich möchte nur aufzeigen, wie inkonsequent es ist, auf der einen Seite über großartige Konzepte zu reden und auf der anderen Seite zu handeln, dass man großartige Naturflächen mit solchen Projekten vernichtet. Eine Rehabklinik, meine Damen und Herren, ist sicher eine gute Einrichtung, aber nicht an diesem Standort. Danke. Zum Wort gemeldet ist Herr Gemeinderat Ingenieur Guggenbichler. Ich erteile es Ihnen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
Sehr geehrte Frau Berichterstatterin, sehr geehrte Damen und Herren, Grün und Freiraum in Wien gibt schon zu denken, wenn man sieht, was in den letzten Jahren so passiert ist. Über Grünraum darf ich Ihnen dann noch im Anschluss ein bisschen was erzählen. Freiraum sehe ich hier in diesem Saal auf den Plätzen der Sozialistischen Partei und der Grünen. Das ist der Freiraum, den wir in diesem Raum erleben dürfen, weil es sie nicht interessiert, über was wir hier reden. Und den größten Freiraum habe ich heute erleben dürfen im grünen Sektor, wie wir über Menschenrechte geredet haben. Wie wir über Menschenrechte geredet haben, war von den Grünen als einziger der Herr Abgeordnete Lobo anwesend. Die anderen interessiert das nicht, oder sie wissen eh, dass sie nicht damit umgehen können, oder aus welchem Grund auch immer ist diese Debatte von den Grünen einfach boykottiert worden. Aber wenn man sieht, welche Freunde sie haben und mit wem sie sich so rumtreiben, dann ist man ja da nicht besonders überrascht. Ganz kurz. Zum Thema Grünraum. Wir haben schon gesprochen über das Semmelweis-Areal des Öfteren in diesem Haus und der Rüdiger Marisch hat früher gesagt, ja, und er hat begehbaren Grünraum geschaffen in dieser Stadt. Lieber Rüdiger, du weißt ganz genau, das Semmelweis-Areal war begehbarer Grünraum. Ihr habt durchgehbaren Grünraum dort geschaffen, ich habe es verkauft, einen Teil an eine Schule und einen anderen Teil an einen SPÖ-nahen Bauträger, wo wir rote Bonzenwohnungen bauen können. Diese Wohnungen, und ich habe mir das jetzt angeschaut, haben ja sogar, dieses Bauvorhaben hat ja sogar dazu geführt, dass es eine Kinderdemonstration gegeben hat, weil sich die Bauträger nicht einmal gescheut haben, einen Kinderspielplatz hier im Rahmen der Bautätigkeit zu beeinträchtigen. Und lieber Rüdiger Marisch, ich weiß nicht, ob du jetzt einmal oben warst auf dieser Baustelle. Das ist eine Geheimbaustelle. Ist dir das aufgefallen? 4 Meter hohe Wände, irgendwelche Holzverplankungen, keiner weiß, was dort gebaut wird. Ich weiß nicht, was das große Geheimnis dort ist. Aber eine Baustelle, wie ich sie in Wien noch nie gesehen habe, offensichtlich ist, vielleicht machen sie einen neuen NSA-Keller dort, man kann ja nicht wissen. Aber auf alle Fälle ist es etwas, was für mich vollkommen nicht nachvollziehbar ist und irgendwie dürften die roten Bonzen dort offensichtlich was zu verheimlichen haben, weil sonst wäre es nicht in dieser Art und Weise verplankt in diesem Bereich. Dann haben wir auch noch geredet, ganz kurz Rüdiger, auch noch, nur damit du dich daran erinnerst, der Abgeordnete van der Bellen hat ja gemeinsam mit eurem Clubobmann Kneuer 2500 Unterschriften abgegeben hier im Rathaus, wo er 2500 Bürger benutzt hat und am Ende des Tages haben wir durch den Verkauf dieses Areals wurden diese 2500 Bürger auch verraten. Weil damals haben die Grünen dafür geworben, dass dieses Areal für die Bürger zugänglich bleibt. Haben sogar noch für Garagen in diesem Bereich geworben. Und das Lustige ist, ich habe jetzt schon lange nicht mehr auf eure Seiten geschaut, aber vor 2 Wochen war das sogar noch online, das wunderschöne Foto vom Abgeordneten van der Bellen mit dem Clubobmann Kneuer war, wo ganz deutlich drin steht, dass ihr euch einsetzen werdet, diesen Grünraum für die Währinger Bürger zu erhalten. 6.000 Unterschriften hat die Bürgerinitiative Neustifter Friedhof gesammelt, wo euch auch wurscht. 6.000 Unterschriften haben sie gesammelt dafür, dass eben diese Friedhofsgärtnerei nicht verbaut wird. Und man hört ja wieder, wieder sind die Roten am Zug und da reden sie in irgendeiner Art und Weise davon, wir brauchen jetzt Wohnraum. Ich sage ganz ehrlich, es muss nicht unbedingt jeder Friedhof zubetoniert werden. Und wenn man sich die Widmung anschaut, die Widmung, die jetzt beschlossen worden ist, oder beziehungsweise die Empfehlung, die beschlossen worden ist, dann nehmen wir noch gleich rundum 4 Gräbereien mit. 4 Gräbereien mit, wo wir nicht genau wissen, wie die Verbauung dort in Zukunft sein wird. Wir haben ja im Bauausschuss, haben die Grünen dann einen Abänderungsantrag stellen wollen auf Bauklasse 1. Ist offensichtlich von der SPÖ nicht gewünscht worden. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, dass sie keine Anträge stellen und nur eine Stellungnahme abgeben. Und ich bin viel in Währing unterwegs und die Währinger sind bei Gott kein demonstrationsfreudiges Volk, sind sie nicht. Aber wenn sich vom Amtshaus Bürger hinstellen und
gegen diese Verbauung demonstrieren und dass den Grünen trotzdem wurscht ist, muss ich sagen, ist das schon ein Stück Enttäuschung, die man sieht. Und ich muss es ja ganz offen sagen, die Grünen haben ja, wenn man die letzten Wahlergebnisse betrachtet, vielleicht sogar eine realistische Chance gehabt, den Bezirksvorsteher im Bergen stellen zu können. Aber nach dieser Aktion dürfte diese Chance vertan sein. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil lieber ein Ort im Grünen wie ein Grüner im Ort. Das ist etwas, ein Motto, das man leben sollte. Und kennst du den Spruch gar nicht? Der Rüdiger ist nicht nur Umweltsprecher, sondern auch Hellseher. Hellseher. Ja. Ja. Herr Kollege Rüdiger Guggenbichler, ich darf Sie bitten, zum Akt zu sprechen. Ja, natürlich. Es geht ums Fach und sehr grün und Freiraum. Keine Frage, so wie meine Vorredner auch. Na, ganz kurz, aber die Grünen machen ja nicht nur in Wien halt, Grünraum zu zerstören, weil schaut man auf der Maria-Höfer-Straße und schaut man sich dort die Bänke an, da haben sie ja sogar Tropengrünraum zerstört, weil sie ja die Bänke mit Tropenholz bestückt haben. Schon eigentümlich, gell? Na, Wien allein reicht den Grünen offensichtlich nicht. Reicht ihnen nicht, die sind zu wenig. Müssen sie auf anderen Kontinenten auch noch Grünraum zerstören. Aber das ist grüne Politik und ich will gar nicht über die CO2-Belastung reden, die dadurch entstanden ist, dass dieses Tropenholz in der Maria-Höfer-Straße gelandet ist. Ja. Gut. Na, natürlich. Aber wenn man sonst auf die Maria-Höfer-Straße schaut, sieht man nicht viel Grün. Nur ehemaliges Grün, Tropenholz. Das ist das, was man dort sieht. Warst du dort? Hast du die Tropenbäume selber ausgesucht, Rüdiger? Ich glaube, du warst dort. Bist hingeflogen, hast gesagt, dieser Baum soll in Zukunft nicht mehr in diesen Tropen stehen und ich hätte ihn gerne in der Maria-Höfer-Straße. Und das ist diese grüne Politik, die wir hier erleben dürfen. Ganz kurz noch. Ihr habt es einfach schlicht und ergreifend nicht verstanden. Radlwege grün anzumalen ist keine Schaffung von Grünraum. Noch einmal ganz kurz, nur damit es ankommt, wird euch keiner glauben. Und deswegen werden wir diesem Konzept auf keinen Fall zustimmen, weil es für uns einfach nicht schlüssig, nicht nachvollziehbar ist und auch in keinen Fall dem entspricht, was Realität in Wien ist. Danke. Zum Wort gemeldet ist Herr Gemeinderat Valentin, ich erteile es Ihnen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Berichterstatterin, lassen Sie mich, bevor ich zu den Inhalten komme, eine Grundsätzlichkeit über diese Debatte sagen. Ich glaube, es tut unserem Haus wirklich nicht gut, wenn man folgende Streiflichter einfach registrieren muss. Es ist schön, wenn eine Bezirksvorsteherin aus Hitzig herkommt und ihre Sorgen bereitet, dann stellt sie den Abgeordneten, die hier sind, Fragen. Allein sie hat sich selbst die Chance genommen, die Antworten zu hören, denn kaum war der nachfolgende Redner am Rednerpult, hat die Frau Bezirksvorsteherin schon den Saal verlassen gehabt und die Bilder sind geschossen worden, die kleinen Stauden sind abgeräumt worden, lediglich in der eingerichteten Baumschule der ÖVP sind die Pflanzen noch vorhanden, ist schon in Ordnung. Dann bekommen wir heute eine Rede vom Kollegen Guggenbichler, die eher an den Villacher Fasching erinnert, als an eine Debatte hier im Haus. Ich halte das nicht gut. Ich halte das grundsätzlich für schädlich. Ich glaube auch, dass das ein Konzept ist. Ein Konzept, das da heißt, mache die demokratischen Einrichtungen in Wien somatig, damit die Menschen nicht mehr glauben können, dass hier ihre Interessen vertreten werden. Und da leisten sie einen wirklich respektablen Bestandteil dieser Arbeit, dieses fragwürdige Kompliment kann ich Ihnen machen. Ich denke nur nicht, dass die Wienerinnen und Wiener
so dumm sein werden, um ihren Weg zu folgen. Sie werden draufkommen und sind schon weitgehend draufgekommen, dass sie hier in Wirklichkeit verladen werden. Und das ist auch gut so, dass immer mehr draufkommen, dass ihre Politik eine ist, die die Leute in Wirklichkeit vorführt und nicht ihre Interessen wahrnimmt. Meine Damen und Herren, die Frage, dass man nicht selber glaubt, was man sagt, dürfte eher ein Problem Ihrer Fraktion sein. Aber auch da bin ich durchaus erfreulicher, wenn ich das feststellen kann. Schauen Sie sich an, was Sie gesagt haben. Schauen Sie sich an, wie Sie in den unterschiedlichen Abstimmungen dann agieren. Und stellen Sie sich selber die Frage der Glaubwürdigkeit. Und wenn Sie ein bisschen Ihr eigenes Gewissen erforschen, müssten Sie eigentlich vor Ihren eigenen Taten zurückschrecken. Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt... Lassen Sie sich Zeit, ich komme schon, keine Sorge. Sind Sie gerade? Ja, ich bin nicht streng zu Ihnen. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, meine Damen und Herren, das der Bürgermeister immer wieder dann bringt, wenn es um die Frage der Qualität des Lebens in Wien geht. Er sagt einmal mehr und sagt immer wieder, dass im Gegensatz zu vielen anderen Metropolen wir in Wien mit Stolz festhalten können, dass man die Qualität des öffentlichen Raumes nicht daran festlegen kann, ob es der innerstädtische Bereich ist oder die Peripherie der Stadt. Die Qualität des öffentlichen Raumes ist gleichermaßen gut ausgestattet. Und wenn ich mir andere Metropolen ansehe, dann denke ich mir, das ist ein Teil, worauf man stolz sein kann, und das ist auch ein Teil dessen, was in diesem Konzept einmal mehr festgelegt wird. Und wenn es die Frage geklärt werden, warum wir so ein derartiges Konzept brauchen und warum dieses Konzept heute als Bestandteil des Stadtentwicklungsplans vorgestellt, präsentiert und zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird, dann ist die heutige Debatte ein beredtes Beispiel. Weil es macht sicherlich Sinn, in einer Stadt, die wächst, in einer Metropole, die so attraktiv ist wie Wien, dass viele Menschen gerne in Wien zukünftig wohnen wollen, dass man Kriterien festlegt, Kriterien, wie der Ausstattung von Grünraum tatsächlich erfolgen soll. Und die Ansage, meine Damen und Herren, in diesem Konzept, dass mehr als jeder zweite Quadratmeter weiterhin in Wien grün bleiben soll, die Ansage in diesem Konzept, dass der Wald- und Wiesengürtel geschlossen wird, meine Damen und Herren, die Ansage in diesem Konzept, dass drei große Grünprojekte gerade aktuell umgesetzt werden, die Ansage in diesem Projekt, in diesem Konzept, dass es einen Rechtsanspruch auf Grün und Freiraum gibt, ist für eine Metropole eine einzigartige Qualität, auf die wir zu Recht stolz sein können, meine Damen und Herren. Wir haben hier einmal mehr eine Auflistung von Qualitäten des Grünraums mit der Frage, welche Funktion sie zu bedienen haben. Wir haben 12 unterschiedliche Arten von Freiraum sehr, sehr genau definiert. Und wir haben einmal mehr das Bekenntnis dazu, und das betone ich ein zweites Mal, dass es einen Rechtsanspruch auf Grün gibt. Und ich denke mir, meine Damen und Herren, das ist verbunden mit dem Projekt, das ist verbunden mit den Zielsetzungen ein sehr, sehr hoher Anspruch, die eine Metropole, die so stark wächst wie Wien, von sich selber und für sich selber stellen kann. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu der Frage stellen, warum es einmal mehr Sinn macht und wie das im Kontext ist zu den Diskussionen, die es in Wien gibt. Und da lassen Sie mich ein ehrliches und aufrichtiges Wort sagen. Ich habe noch nirgendwo, wo es eine Diskussion um ein Bauprojekt gibt, Anrainer erlebt, die gekommen sind und sagen, klasse, dass Sie oder ihr, dass ihr da was bauen wollt. Ich höre dann immer, die Alternativadresse ist, wir wären schon gern fürs Wohnen, wir sind fürs Wohnen, aber nicht bei uns. Wir sind für ein Krankenhaus, aber nicht bei uns. Wir sind für eine Burnout-Klinik, aber nicht bei uns. Ich denke mir, es ist schon gut so, dass wir in diesem Haus, in diesem Saal hier den Unterschied finden, dass wir sagen, ja, hier gibt es zwei verantwortliche Fraktionen in diesem Haus, die für die Menschen arbeiten.
Und bei den Menschen und bei den Interessenslagen der Menschen in dieser Stadt ist Grünraum und Freiraum ein wichtiger Faktor. Aber genauso wichtig und mindestens genauso notwendig ist ein menschengerechtes Wohnen, ist eine medizinische Versorgung, die den Ansprüchen der Wienerinnen und Wiener gerecht wird, ist eine Infrastruktur, die wir benötigen, und all das macht die Lebensqualität aus. Und wenn ich jetzt herumlaufe als politische Gruppe und die Gegnerschaften in Wien zu einzelnen Projekten sammle, dann werde ich am Ende des Tages, wenn sie ein Konzept machen müssen, keinen Platz mehr finden, wo sie alles andere noch unterbringen werden. Und ich denke mir, die Frage sollte sich auch stellen, was die Menschen, die eine Wohnung suchen, was die Menschen, die einen Platz für ein würdiges Altern in dieser Stadt suchen, was die Menschen sagen, die medizinische Einrichtungen in dieser Stadt urgieren, zurechturgieren, was die dann sagen, wenn sie all das verneinen. Und der Kollege Guggenbichler hat einen Freiraum geortet. Ich orte auch einen Freiraum, Kollege Guggenbichler. Ich orte einen Freiraum an Verantwortung bei den Freiheitlichen. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Gemeinderat Rüdiger Marisch. Es bleiben noch 14 Minuten. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Berichterstatterin, ich möchte es ganz kurz machen. Es ist interessant gefunden, wenn man so ein bisschen nachschaut, welche ÖVP welche Politik wo macht, dann findet man zum Beispiel die Stadt Vöcklabruck, also eine nicht ganz unbedeutende Stadt in Oberösterreich, da gibt es einen ÖVP-Bürgermeister, da steht, die Schlagzeile der Bezirkszeitung heißt, ÖVP plant Flaniermeilen in der Stadt Vöcklabruck, nicht schlecht. Dann geht der Text darauf ein, der Herr Bürgermeister Brunsteiner erklärt, das Ziel des Projekts Gehwegverbindungen von Orten mit Bedeutung für Vöcklabruck sollen attraktiv gestaltet werden, dabei könnte und könnte und könnte. So, diese Flaniermeile, die eine ist 3,5 Kilometer lang, das ist für Vöcklabruck wahrscheinlich eine ganz große Strecke, es wird weitere geben, also ich denke mir, die ÖVP ist gut bedient, die Wiener, wenn sie sich an der oberösterreichischen ÖVP ein Beispiel nimmt. Dankeschön. Ich danke. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Gemeinderat Stiftner. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich finde es schon sehr beschämend, muss ich sagen, von dieser rot-grünen Stadtregierung. Da macht sich eine Bezirksvorsteherin die Mühe, hier Ihnen zu erklären, welche Probleme Sie mit Ihrer Politik haben, und hier oben sitzen Bürgerinnen und Bürger, die hier mit großer Sorge für eintreten für die Erhalt eines Grüngürtels. Und was machen Sie? Sie finden es nicht einmal der Mühe wert, Kollege Marisch und auch nicht Kollege Valentin, mit einer Art hier irgendwelche Fragen zu beantworten, irgendetwas zu diskutieren, in irgendeiner Art und Weise diesen Menschen, die mit recht große Sorge haben, vor der Wegnahme des Grüngürtels irgendwelche Antworten zu bieten. Und das ist die Politik der Heuchelei. Auf der einen Seite große Glanzkonzepte zu machen und im gleichen Atemzug zerstört man Grünraum um Grünraum. Und das ist die Politik dieser rot-grünen Stadtregierung, die wir sicher nicht länger mittragen werden, meine Damen und Herren. Und ich darf Ihnen noch eins sagen, lieber Kollege Valentin, Erich, du hast dir vorgeworfen, dass man es immer wieder sagen kann, wir sind ja dafür, aber nicht bei uns. Floriani-Prinzip, wir kennen das. Aber nicht mit der ÖVP und nicht mit der Bezirksvorsteherin Kobalt. Sie hat ganz klar angeboten, eine Alternative, 300 Meter entfernt ist das Geriatriezentrum Wienerwald. Sie hat gesagt, im eigenen Bezirk gibt es Alternativen und dort könnte man dieses Zentrum errichten. Dafür braucht man nicht Bäume fällen, dafür braucht man nicht einen Grüngürtel zerstören. Das ist konstruktive Oppositionspolitik, wie wir sie verstehen. Das sind Angebote, nur Rot-Grün ist einmal mehr nicht darauf eingestiegen, meine Damen und Herren, weil sie andere Intentionen haben, unredliche Intentionen, meine Damen und Herren. Unredlich, genau, unredlich. Unredlich in der Form, dass Sie nämlich ständig provozieren und den Bürgerprotest in dieser Periode zum Extrem getrieben haben und spezielle grüne Fraktion.
Machen Sie ja nicht irgendwie Gedanken, dass es ständig irgendwo Bürgerinitiativen gibt. Jene politische Fraktion, die an sich zum Sport gemacht hat in den letzten Jahren, selbst Bürgerinitiativen zu gründen, jetzt werden Bürgerinitiativen gegründet gegen die grüne Regierungsmitbeteiligung, gegen die Politik der Grünen. Schon langsam würde ich mir Gedanken machen, was da passiert ist, welchen Ursprung das hat. Und letztendlich ist es eine Bankrotterklärung all dieser Politik, die hier von der grünen Seite initiiert und von der SPÖ mitgetragen wird. Um zum Akt auch noch einmal zu kommen, sehr geehrte Damen und Herren, es ist leider so, dass es hier ein Wiederholen von Placebos ist und letztendlich ein Konvolut auf über 100 Seiten an Selbstappellen. Appelle an sich selbst, an die rot-grüne Stadtregierung, hier Maßnahmen zu setzen, die sie schon längst hätten machen können. Statistisch behaupten sie, dass 50% der von Wien aus Grünraum besteht. Diese Diktion haben die Grünen von der SPÖ aus den letzten Jahren übernommen. Ja, das mag statistisch stimmen, aber eines ist auch klar, dass es eine Verteilungsgerechtigkeit auch hier geben muss, in einer Form, dass natürlich auch dort, wo Grünraum jetzt besteht, ist erhalten wird und dort, wo er vielleicht noch nicht in dem Ausmaß gegeben ist, geschaffen wird. Und da hilft es nicht, mit statistischen Tricks zu arbeiten, weil es einem gerade ins politische Konzept passt. Da muss man einfach auch ein bisschen mehr zur Sache gehen und weit mehr als diese allgemeinen Placebos, die hier in Form von sehr, sehr literarisch weitreichenden Formulierungen gemacht werden, aber ohne inhaltliche Konkretheit ausgestaltet sind, hier einfach die Dinge umzusetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine Polemik, es ist ganz konkret und schau, lese das Papier durch, was du selbst hier beschließt. Es ist einfach. Ich kann ein Beispiel sagen. Was ist mit dem 1000-Hektar-Programm? Jetzt habt ihr es wieder ausgegraben, jetzt steht es wieder drinnen. 4 Jahre Zeit gehabt, es umzusetzen, 4 Jahre nichts gemacht, Rüdiger Marisch. Zum x-ten Mal das Gewässerrenaturierungsthema ausgegraben, jetzt wieder drinnen, nichts gemacht, 4 Jahre. Ein ganzes Thema, Flussbecken, Renaturierung, Donaukanal, nichts passiert. Sickerwasserprogramm. Was ist Sickerwasserprogramm? Ganz konkret, beantworte, was hast du, was hat deine Fraktion zum Sickerwasserprogramm gemacht? Finde ich sehr toll. Nichts ist nur angekündigt, nichts umgesetzt worden. Und in einer Form, natürlich gibt es vielleicht kein Programm. Es war sicher auch ein Thema. Egal, es ist nichts passiert in dieser rot-grünen Stadtregierung und damit ist diese Sache auch leider letztendlich vom Wähler zu betonen. Wenn man halt natürlich jetzt ein bisschen drauf kommt, was alles fehlgelaufen ist in den letzten Jahren, dann wird man ein bisschen nervös und natürlich verstehe ich das, aber auch das wird die Sache nicht mehr reparieren helfen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich glaube, dass man mehr braucht als allgemein Plätze bei solchen Konzepten. Es ist notwendig, dann auch einer glaubwürdigen Politik authentisch zu folgen. Und ich lade Sie nochmal ein, das Thema Hörndlwald ganz im Konkreten mit Ihren heute selbst zu diskutierenden Rahmenbedingungen zu vergleichen. Und dann werden Sie feststellen, dass Sie dort das erste Mal Ihr Konzept schon brechen und damit auch Ihrem eigenen Grundlagen zu widerhandeln. Solchen Grundlagen, die offenbar nicht einmal selbst ernst genommen werden von dieser rot-grünen Stadtregierung, werden auch wir sicherlich nicht die Zustimmung geben. Ich danke. Die Frau Berichterstatterin hat verzichtet. Bekommen daher zur Abstimmung entgegen oder Abänderungsantrag wurde nicht gestellt. Ich bitte jene Damen und Herren des Gemeinderates, die dem Antrag der Berichterstatterin zustimmen wollen, die Hand zu erheben. Das sind die Stimmen von Grünen und SPÖ und damit die Mehrheit. Danke, der Antrag ist mehrstimmig angenommen. Wir kommen zum vorliegenden Beschluss- und Resolutionsantrag betreffend Wohnbauprojekt am Steinhof. Ich ersuche jene Damen und Herren, die diesem Antrag zustimmen, um ein Zeichen mit der Hand. Das ist mit Stimmen von ÖVP und FPÖ. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.